So. Also werden wir uns jetzt hier erstmal durchbuddeln. Wölfe greifen an, my lord! Some of your minions are unable to reach the treasure room. Das ist mir egal. Das war nicht nett. Und wie zeigen wir, dass das nicht nett war? Genau so. Ja, dann reach doch mal das Lair. So. So, dann holen wir uns jetzt einen Level 5er Impf. Und zack, weg mit der. So, was haben wir denn hier? Okay, Leerer Raum, ein Zauber. Was das wohl ist, werden wir gleich sehen. Leerer Raum. Barbaren hinter einer verschlossenen Tür. Hinter diesem leeren Raum. Was haben wir noch? Leerer Raum. Gepflasterter Raum mit einem Heldenportal. Das kann ja nur gut werden. Also werden wir das wie immer machen mit Klopfen. Einmal die Tür eintreten. Warum sind jetzt alle Kreaturen andersrum? Verstehe ich nicht. Egal. Bauen wir erstmal die Werkstatt etwas größer. Haben wir doch schon alles ausgefüllt. Habe ich auf F9 gedrückt? Nein? Ja. Doch, habe ich. So. Gut. Ja, dann können wir ja hier einen Imp abstellen. Nein, ich möchte eigentlich keinen Level 10er da haben. Einen von den Level 1ern. Damit der sich da gegebenenfalls opfert. Protect Monster. Aha. Diese miese Falle wieder. Okay. Obwohl, wollen wir die haben? Ja, warum nicht? Warte mal, die sind ja echt schwer verletzt. Macht's fertig. So, ja. Oh, da ist einer draufgegangen. Passiert. Hoppala. So. Zack, dann öffnen wir mal den Raum hier und nehmen die zwei wenigstens gefangen. Der dritte hat es ja leider nicht geschafft. Dann können wir hier auch direkt das Buch mitnehmen. Haben wir einen neuen Zauber? Warum nicht? Ich will die Leiche. Kriege ich die Leiche nicht? Das ist aber doof. Weil ihm die Tür gefallen ist. Heal! Sehr nice. Heal können wir gebrauchen. Los, schneller! Heal, heal, heal. Oh nein, not again. Ach, die. Ja gut, die. Ne, die waren schon verletzt. Vampire. Ja, die machen eh gerade nichts Vernünftiges. Okay, wenn wir die darauf schmeißen. So, mach die fertig.
Schnapp. Doch, die Vampire wollen sich direkt verdrücken. Haben sie aber nicht. Sehr schön. Ja, direkt alle gefangen nehmen. So. Perfekt. So, ach, kleiner Überfall von Seiten der Helden. Was? Nein, noch nicht. Geduld. Geduld. Heal, sehr nice. Mit Heal haben wir jetzt hier eine Menge von Gefangenen, die wir davon überzeugen können, auf unsere Seite zu kommen. Nämlich genau 6 und wir haben auch genau 6 freie Plätze. Das ist jetzt in der Bibliothek angekommen. Ja. Sehr schön. Hom, 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 hom. So, und dann hommen wir die alle mal. Und dann werden diese Helden erstmal davon überzeugt, mit ordentlichen Argumenten auf unsere Seite zu kommen. Ja, sie verraten uns noch Information, ja. Das sind schon direkt 2 Leute übergelaufen. Sofort. Da musste man gar nicht lange fragen. So, da im nächsten Raum Barbaren sind, da müssen wir uns natürlich ein bisschen intensiver vorbereiten. Was ist das denn hier? Wieso ist das denn nicht eingenommen? Schon besser. Ja, warte mal, jetzt können wir ja auch die heilen. Eben. Haha. So. Ja, wir müssen aber auch die Folterkammer die ganze Zeit im Blick behalten. Perfekt. Ja, die Magier, die wollen noch nicht. Ja, die kommen auch noch rüber. So, ein paar Imps gebaut, haben wir 17 Stück. Perfekt. Die Leiche ist leider weg. Die ist wahrscheinlich weggetragen worden. Sogar. Kann sein. Der Magier mag noch nicht, die einzelnen Jungfrauen haben trotzdem den Spaß mit ihm. Und jetzt rammen wir die nächste Tür ein. Wir wollen die Barbaren natürlich auch gefangen nehmen und übernehmen, aber es ist auch nicht schade, wenn wir sie wegsprengen. Das ist echt egal. So. Ja gut, die Diebe haben wir hier und dann haben wir hier ein paar Magier. Na los, kommt einmal vorbei. Ja. Weil die sind so tanky, ja, da müssen wir schon ein bisschen. Zack, ist der down. Das macht ihr fertig. So. Zack, alle drüben. Alle gehen. Perfekt. Das hat bestens funktioniert. Haben wir 2 Gefangene gemacht. Mehr waren anscheinend nicht in dem Raum drin. Der Magier braucht hier. Sonst ist er gleich ein Geist. Und Geister sind echt nutzlos. Darum lieber den Magier behalten. Guck mal, Magier, es ist Payday. Du hättest jetzt schon abkassieren können, aber nein. Was? Achso. Das war einfach nur einer von denen. So, dann machen wir weiter. Zur nächsten Tür. Das Gold kassieren wir. Zur anderen Schatzkammer. Perfekt. So. Einer der Barbaren ist bereits übergelaufen. Sehr schön. Die anderen lassen sich noch überzeugen. Ach ne, der Magier ist übergelaufen. Ich höre Getrappel im Wasser. Was haben wir denn hier? Na?
Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal zu dem Hauptdungeon. An enemy has been converted to your cause. A trap has been manufactured. Ach, hier geht's weiter. Ja, dann bezahlen wir nochmal 50 Gold. Ist okay, haben wir. Ah, noch mehr Barbaren. Oder ein Barbar vielmehr. Ah, den kriegen wir. Alles klar. Der ist doch safe. Dann klopfen wir mal. Schließen die Tür wieder ab. Hör auf damit. Könnten wir uns auch hier reinbuddeln? Das ist wahrscheinlich gemauert. Wo ist der Imp? Du kommst mal mit. Du claimst das hier. Ah, da ist er schon. Der war. Na gut, dann claimst du das nicht. So, wir sitzen hier in der Folterkammer aus. Einer noch, der andere ist übergelaufen. Ganz auch. Sehr schön. Der ist jetzt auch übergelaufen. Besser. Der kriegt erstmal drauf. Freut sich. Und kriegt vollends drauf. Oh! Noch einer. War aber kein Problem. Okay, ich dachte, es wäre nur einer. Waren es zwei. Auch egal. Was wird das? So, gut. Damit haben wir dann wieder welche im Gefängnis. Das ist das falsche Gefängnis. So, dann heilen wir die. Und, naja, machen das, was böse, böse Keeper so mit denen machen. Auf in die Folterkammer. So, dann machen wir das hier auf, weil wir haben keinen Grund, es nicht zu tun. Und das habe ich mich eben per bösen Blick gesehen. Steal the Hero. Wow, Level 6, das ist aber nice. Cool. Damit haben wir dann einen Hero übernommen und das war auch alles, was wir hier entdecken konnten. Dann können wir uns schon mal hier zu dem buddeln. So. Ja, dann haben wir jetzt hier das Hauptdungeon und hier oben haben wir noch Goldquellen. Da können wir dann auch mal den anderen Keeper beobachten. Gar keiner. Wir haben auch eben bösen Blick gehört. Hier hören wir aber was. Ah, hier ist eine Hühnerfarm. Hühnerfarm. Aber das scheint nicht an dem Gold zu sein. Das ist natürlich nice. Okay, anscheinend hat er sich nicht das Gold einfordert, dann können wir das ja machen. Also können wir doch, bevor wir die angreifen, uns das Gold holen. Das probieren wir mal. So, aber safe ist safe. Wir safen das Game. Und jetzt suchen wir Streit.